Hast du noch mal geübt? Nee. Das ging doch nicht wegen der Frau Meisner. Was? Hat sich aufgeregt, alte Kricke. Der Meisner? Für dich immer noch Frau Meisner. Frau Meisner? Nu, ich durfte so immer üben nachmittags. Von um 2 bis 2:15. Nu? Und jetzt nicht mehr, weil die sich noch schonen muss. Frau Meisner, die war doch lange im Krankenhaus, die muss sich noch schonen. Was? Die war 14 Tage drin im Krankenhaus, in der inneren 4. 14 Tage war die dort drin. Frau Meisner? Nu? Was hat denn die gemacht? Die war im Krankenhaus! Guten Morgen! Musst du mal die Beine waschen, dass der Dreck nachrutscht? Sowas. Ich meine, warum denn? Weiß ich nicht. Wird schon was gewesen sein? Mit dem Knie was? Mit dem Meniskus? Altersabnutzung. Punktspiel. Was? Wir hatten Punktspiel gegen Traktor Strehler. Ja. Und Frau Meisner macht da bei uns Libero. Hm? Und da hat von Ackermann Carsten, dem Mutti, die spielt bei Traktor, links außen, hat die einen Angriff gespielt, ein Mendelssohn-Manöver. Ja. Und da wollte die Frau Meisner einen Ausfallschritt machen, einen Sidestep. Und da hat von Ackermann Carsten, dem Mutti, blitzschnell reagiert und eine Blutgrätsche gemacht. Was? Und ist bei der Frau Meisner mitten Stollen an Schienbein hochgerutscht und hat oben die Kniescheibe abgerissen. Was? Ja, und Frau Meisner hatte da ein offenes Schienbein. Ja. Da ist die Kniescheibe runter und aus dem offenen Schienbein raus auf die Wiese. Ah du, da hat sich die Frau Meisner geärgert. Na, was habt ihr gemacht? Kleinen Krankenwagen? Ach, Krankenwagen war der Punktspiel, muss er weitergehen. Was? Erstmal haben wir das Ding gesucht. Ist er mit Sehnen und Bänder festgemacht. Wenn es die abfetzt, die fuckt's fort, 6-7 Meter. Ach so. Die musst du erst mal finden. So eine Kniescheibe bist du auch weiß. Ja. Die ist genau in die Freistoßlinie geflogen. Ja. Aber ich hab sie gefunden. Ich bin immer gut in Suchen. Ja. Und dann muss man die ja gleich in den Mund nehmen, dass sie lebendig bleibt. Du hast von der Frau Meisner die Kniescheibe in den Mund genommen? Ersthelfer? Ja. Und die hat solche Runzen. Na, ich weiß. Da bin ich hier mit der Kniescheibe zurück. Mhm. Da sind mir übelst im Mundwinkel eingerissen, war. Ja. Hier ist alles eingerissen. Weil es so gespannt hat. Nun, hier links hat es gespannt und rechts habe ich gleich eine Gage gekriegt. Ja. Weil ich mich ein bisschen geekelt habe. Ja. Weil das so ein süßlicher Geschmack war. Ja. So süßlich herb. So ein bisschen wie Sternburger. Bäh. Bäh. Frau Meisner, die hat doch viel mit Voltaren gearbeitet. Aha. Voltaren, Emulgel, Geigi. Hm. Und wenn du das über einen längeren Zeitraum applizierst, über eine Dekade, ja, da diffundiert der Wirkstoff durchs Oberhautfettgewebe in die oberen Knochenstrukturen rein. Und Voltaren, da ist Kampfer drin, das ist ein Barbiturat, das schmeckst du dann raus. Ja, und dann haben wir die Kniescheibe abgespielt schön mit Selters. Was? Ist ja isotonisch. Mhm. Unten reingesteckt und wieder hochgewalkt an ihren altangestammten Platz. Skaliert und mit einem kleinen Holzsplint fixiert. Ach so. Ja, weil die so viel lateralen Flex hatte, mhm, muss man die ruhig stellen. Da haben wir die andere kleiner mitgemacht aus kosmetischen Gründen. Die war ja immer ohnmächtig. Klar. Ja. Und dann gibt's auch so medizinische Tacker, wo man Wunden zutackern kann. Hast du vielleicht schon mal gesehen beim Fußball? Ja. So einen hatten wir aber nie. Was habt ihr da gemacht? Da haben wir einen normalen Tacker genommen
haben den mit dem Feuerzeug, mit der blauen Flamme identifiziert. Mhm. Und dann die Wunde zugetackert. 8-9 Packung. Was? Es wird gar nicht reichen. Wenn du da sauber arbeitest und Nagel an Nagel setzt, sieht aus wie verzinkt.